Captain Startrooper und die Clownsbande. Captain Startrooper saß gemütlich mit seinem bleiverstärkten Neutronenabzug im Sessel und las ein Buch. Plötzlich hörte er die aufgeregte Stimme seines Gehilfen Jake the Fake. Oh, Captain, ihr müsst sofort nach oben kommen. Es ist ein Notfall eingetreten. Es ist was ganz Schlimmes passiert. Bitte beeilt euch, kommt ganz schnell nach oben. Captain Startrooper schlug sein Buch zu und begab sich nach oben zu seinem Gehilfen Jake the Fake. Als er oben angekommen war, sah er einen aufgeregten Jake, der aufgeregt hin und her lief. Er fragte ihn, was los sei, aber Jake antwortete nicht. Da sagte Captain Startrooper zu Jake, »Oh Jake, was ist denn los? Erzähl doch, was ist denn Schlimmes passiert?« »Oh Captain, die Clownsbande wurde wieder gesichtet. Ist das nicht schrecklich?« Jake schüttelte verängstigt seinen Kopf und Captain Startrooper wurde ganz blass im Gesicht. Sein Neutronenanzug verfärbte sich blau. Das passierte immer, entweder wenn er aufgeregt war oder wütend war. Irritiert schaute Captain Startrooper aus dem Fenster. Die Sonne ging langsam unter und es würde bald Nacht werden. Und wenn es Nacht werden würde, dann würde die Clownsbande wieder zuschlagen. Was konnte Captain Startrooper tun? Er ging zu seinem roten Transmittertelefon und rief bei Commissioner McRae an. McRae, ja? Ja, Commissioner McRae, hier ist Captain Startrooper. Haben Sie schon gehört, dass die Clownsbande wieder aktiv sein soll? Die Clownsbande? Stotterte Commissioner McRae ins Telefon. Er wurde ebenfalls ganz blass. Nur leider hatte er keinen Neutronenanzug, der blau anlaufen konnte. Er überlegte, was zu tun war. Voll lauter Anstrenge wurde sein Kopf immer roter, fast so rot wie eine Tomate. Er überlegte hin und her. Da fiel ihm was ein. Der Plasmaverstärker. Vielleicht könnten sie diesen gegen die Clownsbande einsetzen. Und so fragte er Captain Startrooper. Captain Startrooper, ich habe da eine Idee. Was ist mit dem Plasmaverstärker? Könnten wir diesen vielleicht gegen die Clownsbande einsetzen? Captain Startrooper war sich nicht ganz sicher. Er musste auch erst einmal kurz überlegen. Denn beim letzten Mal, als sie den Plasmaverstärker eingesetzt hatten, war etwas Schreckliches passiert. Und er wollte nicht, dass es erneut passierte. Denn die Folgen waren schrecklich gewesen. Für ihn, für seine Umwelt und für die Stadt, in der er lebte. Außerdem war er sich nicht sicher, ob sie den Plasmaverstärker beherrschen würden. Deshalb sagte er zu Commissioner McRae, »Commissioner McRae, ich bin mir nicht sicher, ob wir den Plasmaverstärker einsetzen sollten. Denn Sie wissen doch, was das letzte Mal passiert ist. Die Folgen waren schrecklich. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob wir den Plasmaverstärker wieder beherrschen können. Haben wir denn keine andere Wahl?« »Captain, dann bleibt nur noch der Neutronenschocker. Aber Sie wissen doch, wie sehr schwer der zu beherrschen ist. Und die Folgen können wir auch nicht übersehen. Ich bin irgendwie doch mehr für den Plasmaverstärker.« Captain Startrooper seufzte. »Okay, Commissioner Gregory, dann also der Plasmaverstärker. Wir sehen uns nachher«, er schaute auf seine Neutronenuhr, »um 20 Uhr bei Ihnen?« »In Ordnung, Captain Startrooper. Um 20 Uhr bei mir. Ich freue mich auf Sie. Bis nachher.« Commissioner McRae legte auf und zurück blieb ein nachdenklicher Captain Startrooper. Die Clownsbande war also wieder aktiv. Wie konnte das sein? Sie war doch im sichersten Gefängnis des Landes eingesperrt gewesen. Wie sind sie da hinausgekommen? Wer hat ihnen geholfen? Fragen über Fragen, die Captain Startrooper keiner bis jetzt beantworten konnte. So wandte er sich an seinen Gehilfen Jake the Fake. Komm Jake, lass uns Sachen packen und das Konmobil wieder aktivieren. Wir müssen um 20 Uhr bei Commissioner McRae sein. Oh Captain, schon wieder gegen die Clownsbande? Das ist ja so schrecklich. Sie wissen doch, wie brutal und gemein die sein können. Muss ich denn da wirklich mit? Nun mach dir mal nicht in die Hose, Jake, sagte Captain Startrooper und klopfte Jake freundschaftlich auf die Schulter. Außerdem können wir den Neutronenwindel mitnehmen. Wenn du dann wieder in die Hose machen solltest, dann siehst du nicht so uncool aus. Wie wäre das? Und ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Oh, Captain, ihr seid immer so nett zu mir und so fürsorglich. Mir kommt fast die Tränen. Und beide umarmten sich herzlich. Komm, Jake, lass uns los.
wir müssen jetzt zum Konmobil. Beide waren auf einem neuen Weg zu einem Abenteuer. Zu einem neuen Abenteuer gegen die Clownsbande. Würden sie den Plasmaverstärker beherrschen? Oder würde der Plasmaverstärker sie beherrschen? Würden sie die Clownsbande einfangen können? Dies, meine Freunde, erfahrt ihr im nächsten Teil von Captain Star Trooper und die Clownsbande. Bis bald.